Where do I begin? I see the hate, they don't wanna see me win. Bank deposits, I got more coming in. Top down, throw the money in the wind. I don't want it all. Heard the scammer had to switch up the accounts. Moving paper, gotta call up my account. It's all in, I can have it coming out. Been through the struggle, I can see another drought. Yeah, it's not a purse, it's a merch. Six figures, what's a goal? Now it's nine or a hearse. Put it work. Ich muss ja ehrlich sagen, dass mir solche Videos fast mit am meisten Spaß machen, wenn ich euch etwas zeigen kann, was wirklich schlimm aussieht, was wirklich nicht gut funktioniert, weil mir wichtig ist, auch diese Seite der Aquaristik zu zeigen, euch aber dann noch immer wieder zu zeigen und immer wieder zu beweisen, dass man sowas durchstehen kann. Wir hatten so einen ähnlichen Fall ja schon mit dem OnePot Iwagumi, mit meinem 60p, was einfach zwischendurch wirklich unfassbar schlecht aussah, wirklich komplett über wuchert war von Algen, aber es hat sich gefangen, es hat funktioniert, wenn man einfach dran bleibt. Und deshalb bin ich auch guter Dinge, dass wir auch den NanoCube wieder hinkriegen, aber jetzt gerade sieht er schon wirklich, wirklich schlimm aus und deshalb machen wir jetzt mal eine komplette Maintenance-Session, damit ich dir nämlich zeigen kann, was du alles tun kannst, um Algen aus einem Aquarium zu entfernen, in welcher Reihenfolge du dabei vorgehen solltest und wie du dann dranbleiben solltest, damit auch das Aquarium im Laufe der Zeit wirklich dauerhaft algenfrei bleibt und du nicht jede Woche diesen Tanz machen musst mit komplett Algen abwischen und so. Wir müssen natürlich deshalb erstmal gucken, was haben wir genau für Algen, wie sind die wohl entstanden, was können wir dann dagegen tun und wie sieht es dann am Ende hoffentlich aus. Gut, schauen wir uns das Becken mal an. Dazu fahren wir einmal hier mit meinem kleinen Trolley rüber und dann können wir nämlich mal genau gucken, was damit jetzt los ist. Das ist halt wirklich ziemlich im Eimer gerade und wir müssen jetzt zuallererst natürlich mal die Algen hier komplett entfernen. Dann gucken wir mal genau, was für Algen das sind. Dann machen wir einen großen Wasserwechsel, gucken auch, wie es in einzelnen Pflanzen geht, machen alles schön sauber und dann schauen wir auch mal, mit was für Mitteln wir da eventuell jetzt im Verlauf schon gegen angehen können. Denn ich sehe beispielsweise auch einiges an Blaualgen da drin, an Cyanobakterien. Das heißt, da müssen wir nochmal mit Bakterienpräparaten gegenarbeiten, aber dann sollten wir das eigentlich schon hinkriegen. So, bevor wir anfangen, natürlich zuallererst einmal Filter aus. Und dann ist das Erste, was wir bei so einem Algenbefall machen, bevor wir den Wasserwechsel machen, erstmal alles an sichtbaren Algen möglichst gut entfernen. Danach erst den Wasserwechsel, denn bei dieser Reinigungsaktion werden ein paar Algensporen freigesetzt, die wir dann gleich mit dem Wasserwechsel direkt mit wegsaugen können. Das ist super, super praktisch. Dann haben wir danach ein möglichst sauberes Becken. Wir haben jetzt hier relativ viele Fadenalgen in der Mitte und auch hier an der Seite. Da gehe ich gleich zuerst einmal mit einer ganz normalen Pinzette dran und zupfe die weitestgehend ab. Gerade bei den Fadenalgen ist es aber total praktisch, so eine kleine Schlauchbürste hier zu benutzen. Damit kann man die gut aufwickeln. Es geht auch ein grober Holzschaschlikspieß zum Beispiel. Also irgendwas mit so einer groben Struktur, wo sich so kleine Härchen gut drin verfangen können. Das ist da gut geeignet für. Kommt jetzt auch einiges an Moos mit raus, das kann ich nicht verhindern, weil diese Algen natürlich so komplett im Moos drin sitzen. Das ist dann einfach ein Opfer, was man eingehen muss in diesem Fall bei den Reinigungsaktionen. Da kann man das Moos dann eventuell später nachsetzen, aber normalerweise ist es auch so, dass immer irgendwo Moosspuren übrig bleiben, die sich dann trotzdem weiter verbreiten im Laufe der Zeit. Also seid da nicht zimperlich, lieber die ganzen Algen weg und ein bisschen Moos weg, als versuchen das Moos drin zu lassen und dafür bleiben die Algen auch alle mit drin. Man muss natürlich sagen, das Becken läuft jetzt seit, ich glaube, 3 bis 4 Wochen. Das heißt, wir sind hier noch mitten in der Einfahrphase. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass wir hier diese Algen haben. Aber es ist doch schon sehr, sehr stark, sodass ich hier einfach ein bisschen mithelfen möchte, um das Ganze möglichst flott auf den richtigen Weg zu bringen, weil natürlich das Wasser in so einem winzigen Cube wie hier auch nicht das allerstabilste ist natürlich. Das sind also aktuell schon mal alle Algen. Das ist jetzt schon doch einiges. Und wir sind noch nicht ganz fertig. So, das sieht jetzt soweit schon mal ganz gut aus. Als nächstes gehen wir an die Scheiben ran. Ich mache den Großteil hier jetzt mit so einem Schmutzradierer, mit diesen Schwämmen, die eigentlich sehr, sehr gut geeignet dafür sind. Aber das Becken ist halt zu klein, um überall mit diesem Ding wirklich sinnvoll dran zu kommen. Deshalb müssen wir gleich auch noch mal mit einer Pinzette rein und mit einem Stückchen Küchenrolle und das Ganze dann noch ein bisschen genauer machen. Schönes Geräusch. So, weiter geht's da jetzt nicht wirklich. Deshalb nehme ich mir jetzt hier eine Pinzette und mache das Ganze mit einem Stück Küchenrolle fertig, also Küchenpapier. Ich reiße mir da so ein bisschen was zusammen, falte das
klein, kompakt und dick. Und dann nehme ich mir das einfach hier mit der Pinzette und das ist jetzt mein neuer Schwamm sozusagen. Und damit komme ich nämlich wirklich auch bis nach unten. Da sieht man schon, da sind ordentlich Blaualgen zwischen, da auch überall. Ja, das kann man jetzt ein paar Mal machen, bis die Scheiben wirklich komplett sauber sind. Und dann erst machen wir den eigentlichen Wasserwechsel. So, das Becken ist jetzt erst einmal sauber, in Anführungszeichen. Und jetzt machen wir den Wasserwechsel und eventuell machen wir sofort einen zweiten Wasserwechsel mit direkt danach. Weil ich werde jetzt, glaube ich, mit einmal nicht alles absaugen können. Ich werde das jetzt erstmal mit einem ganz kleinen Schlauch machen, also mit so einem Luftschlauch hier. Mit so einem. Um nämlich auch wirklich hier in die Lücken zu kommen und diese ganzen Ablagerungen absaugen zu können, damit das Becken wirklich möglichst sauber wird. Danach füllen wir es wahrscheinlich nochmal auf, saugen nochmal ab, weil dann nochmal ein paar Sachen aufgewirbelt werden. Und dann hätten wir den Wasserwechsel für dieses Becken soweit erstmal fertig. Und danach sieht es dann auch erstmal wieder gut aus. Jetzt muss man sagen, wir haben jetzt natürlich ein paar Pflanzen mit rausnehmen müssen, ein paar Moose mit rausnehmen müssen. Das heißt, eventuell würde ich in Betracht ziehen, noch aus anderen Becken oder vielleicht Wabikusa von mir da noch zusätzliche Pflanzen einzusetzen. Vielleicht noch ein paar aus dem Low-Budget-Becken, ein paar Buschifalandren oder so, um einfach hier noch ein bisschen mehr Pflanzenmasse reinzukriegen. Die Sache mit Schwimmpflanzen, das funktioniert nicht so richtig gut, weil die Wasseroberfläche halt sehr klein ist. Das Becken ist ja sehr klein und wenn ich da Schwimmpflanzen drauf mache, kommt halt unten sofort kein Licht mehr an. Deshalb, das ist in diesem Fall nicht die allerbeste Idee, aber da gucken wir gleich mal, was wir hier noch so finden und wie man die Pflanzenmasse in dem Becken noch ein bisschen erhöhen könnte. So, das sieht jetzt soweit eigentlich ganz gut aus und ich habe eigentlich auch das meiste direkt absaugen können, sodass wir jetzt gar keinen zweiten Durchgang brauchen. Wir werden jetzt zwei Sachen auf jeden Fall noch machen. Wir brauchen mehr Schnecken. Das heißt, ich gehe jetzt durch alle meine Becken und sammle irgendwie ein paar Blasenschnecken ab und haue die hier mit rein. Vielleicht auch ein, zwei Geweihschnecken, gucke ich nochmal. Und dann natürlich Pflanzen. Und dafür schauen wir uns jetzt mal in den anderen Becken hier um. Ja, und das beste Ziel ist da einfach tatsächlich im Moment das Low-Budget-Becken, weil wir hier relativ viele Buschifalandren drin haben. Ich hatte diese hier noch aus einem alten Becken zwischengesetzt und die werde ich jetzt tatsächlich wieder rausnehmen, weil die hier im Vordergrund eigentlich gar nicht sitzen muss. Das gleiche gilt für die. Damit haben wir schon mal zwei Buschifalandren, die wir dann noch rübersetzen können. Und ansonsten könnte man ein bisschen Abschnitte von den Stängelpflanzen hinten nehmen. Die da sind schon wieder relativ hoch. Die könnten wir abmachen und auch rübersetzen. Und damit sollten wir eigentlich schon mal so ein bisschen weiterkommen, was so die gesamte Pflanzenmasse angeht und dadurch das ganze Becken natürlich wieder so ein bisschen fitter machen. Und dann für die Blasenschnecken, da haben wir hier im Iwagumi eigentlich eine ganze Menge. Da sitzen diverse Blasenschnecken, die kann man eigentlich alle dann mal in Ruhe rübersetzen, um da einfach mehr Schnecken in dem Becken zu haben. Und dann nehme ich mir vielleicht auch noch hier eins, zwei von den Geweihschnecken mit rüber, sodass wir da einfach in dem Becken auch noch ein bisschen mehr Algenvernichter haben. So, neue Schnecken drin, neue Pflanzen drin. Die Schnecken machen sie auch direkt auf den Weg, die sind also alle gut dabei. Und jetzt füllen wir das Wasser mal wieder auf und dann kommen am Ende noch ein paar Zusatzmittelchen rein, beziehungsweise eigentlich nur eins. Könnt ihr euch garantiert auch schon denken. Es geht ja um Blaualgen, das heißt, wir werden gleich noch Special Blend zugeben, AK Special Blend als Bakterienkultur, um da den Blaualgen so ein bisschen entgegenzuwirken. Und dann lassen wir das Ganze mal weiterlaufen. Wie gesagt, das ist ja auch noch mitten in der Einfachphase, deshalb, das ist alles gar nicht so dramatisch und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir das stabil hinkriegen werden, dieses Becken. Aber man sieht mal wieder, es kann halt auch echt schlimm aussehen zwischendurch. Lasst euch davon aber echt nicht entmutigen. So, hier neben mir steht schon mein Special Blend aus gutem Grund in einem luftdicht verschlossenen Einmachglas, weil das Zeug stinkt einfach wie Sau. Also wenn ihr das einmal aufgemacht habt, das stinkt wie blöd. Ich würde euch immer empfehlen, das irgendwie in so einen luftdichten Behälter noch einzuschließen, damit ihr das gut aufbewahren könnt. Und davon machen wir jetzt einfach einen kleinen Schluck in das Becken. Ich werde das jetzt gar nicht groß abmessen, denn Bakterien könnt ihr in dem Sinne nicht überdosieren. Wenn ihr zu viele Bakterien reingebt, dann können die sich einfach nur nicht weiter festsetzen, weil sie halt keine Nahrung finden. Zack. Und das werden wir jetzt mindestens einmal pro Woche bei jedem Wasserwechsel machen. Eventuell auch zweimal pro Woche,
wenn ich einfach häufiger Wasserwechsel mache, wenn ich sehe, dass die Blaualgen schnell wiederkommen. Das müssen wir jetzt genau beobachten. Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass die Schnecken da auch ab und zu mal herlaufen und das Ganze so ein bisschen stören. Wie gesagt, Thema bei Blaualgen ist immer stören. Ihr müsst die Algen stören, die Bakterien stören, so lange und so häufig es geht. Und ansonsten sieht es soweit jetzt eigentlich wieder ganz gut aus. Wie gesagt, wir haben ein paar Bucephalandrien ersetzt. Wir haben da hinten noch Rotala rotunifolia mit reingesetzt als Stängelpflanze in der Hoffnung, dass die jetzt relativ flott anwächst und so ein bisschen was rauszieht. Schön ist es immer noch nicht, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und das wäre jetzt halt so eine Standardmaßnahme, wenn ihr in der Einfahrphase seht, es ist schon wirklich sehr, sehr algig und du willst ein bisschen was dagegen tun, dann mach genau das bei jedem Wasserwechsel mindestens einmal die Woche. Das ist halt ganz oft ein Zwiespalt, ein schmaler Grat, auf dem man da wandert. Weil ganz generell würde ich dir empfehlen, in der Einfahrphase kann sowas immer passieren. Du musst Geduld haben. Fang nicht an, jeden Tag in dem Aquarium rumzuwühlen, irgendwas umzusetzen, irgendwas rauszunehmen, wieder reinzusetzen. Mach nicht irgendetwas, was zum Beispiel den Bodengrund auffüllt oder so. Dadurch werden tendenziell mehr Nährstoffe und mehr Schmutz freigesetzt, der am Anfang eher schlecht ist für die Biologie und für das Gleichgewicht in deinem Aquarium. Auf der anderen Seite, wie du jetzt hier gesehen hast, wenn du einfach starke Algen hast und du das Gefühl hast, das ist schon wirklich viel und das ist nicht mehr normal. Vor allem hier war jetzt das Problem, nicht mal die grünen Algen. Die grünen Algen und die Fadenalgen völlig fein, völlig normal in der Einfahrphase. Da hätte ich jetzt auch eigentlich gar nichts gegen gemacht. Das Problem in diesem Becken ist das gleichzeitige Auftreten von Cyanobakterien. Die sollten in der Einfahrphase eigentlich nicht auftreten. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass es jetzt an der Zeit wäre, da mal was gegen zu machen. Das ist aber auch ein Erfahrungswert, den du im Laufe der Zeit selber entwickelst, ob du das Gefühl hast, na, das Becken, das wird sich schon wieder selber fangen, ich mache einfach stur meine Wasserwechsel, das passt schon, oder so, na, nee, das ist schon so ein bisschen viel, da muss ich mal häufiger eingreifen und häufiger sauber machen, damit das Ganze wieder in die richtige Bahn gelenkt wird. Das ist auch sehr, sehr schwer, das zu empfehlen, da brauchst du einfach eine gewisse Erfahrung, verschiedene Aquarien, die du mal betrieben hast, die du mal neu aufgesetzt hast. Übrigens auch ein Punkt, warum ich tatsächlich jedem empfehlen würde, der Bock auf Aquascaping hat, stellt euch irgendwo so einen winzigen Cube hin. Denn so einen winzigen Cube könnt ihr häufiger mal neu machen, ohne dass das Ganze gleich viel Geld kostet. Da braucht ihr 3-4 Töpfchen Pflanze, vielleicht mal einen neuen Stein und eigentlich, wenn ihr einen so einen 3 Liter Sack Zoll kauft, dann könnt ihr damit so ein kleines Becken locker 4-5 Mal neu machen. Und macht das aber auch häufig. Betreibt das ein halbes Jahr lang und macht's neu. Betreibt das ein halbes Jahr lang und macht's neu. Dadurch lernt ihr unheimlich viel, dadurch gewinnt ihr unheimlich viel an Erfahrung und könnt solche Situationen besser einschätzen. Und dann zum Thema Algen und wie du ein algenfreies Aquarium bekommst, habe ich erst vor kurzem noch ein neues Video gemacht, was du jetzt hier neben mir einmal findest. Schau dir das im Anschluss an dieses Video gerne mal an, wenn du noch mehr über das Thema, wie kann ich Algen vermeiden und wie kann ich Algen bekämpfen und wie sorge ich dafür, dass mein Aquarium generell algenfrei bleibt, erfahren willst. Hier findest du die Antworten darauf und wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder.